Moin Leute und willkommen zu einem neuen Part Let's Play Spintires. Ich will nicht ganz lang schnacken, ich möchte anfangen. Ich habe einiges vor, denn ich muss zurückfahren. Ich werde das Fahrzeug jetzt mal nicht so dämlich zurücksetzen. Sondern jetzt zurückfahren. Ich glaube sogar, dass ich mit zurückfahren fast schneller sein könnte. Bin jetzt ja unbeladen, kann jetzt ja ordentlich Gas geben. Mach ich jetzt auch mal. Damit wir unsere Lieferung, unsere letzte Lieferung in dieser Season noch abliefern. So, achso, das muss ich auch mal anstellen. Mein Spinter ist ja irgendwie ein bisschen abgestürzt. Wieso das auch immer passiert. Ich weiß es wirklich nicht, woran das liegt. Ist auf jeden Fall. Ach, Entschuldigung. Mega, mega nervig. Aber ja. Ah, da ist ein bisschen matschiger. Also, wir sind hier eben rübergefahren, haben wir vielleicht so ein bisschen Matsch aufgewühlt auch. Uiuiui, gar nicht so einfach hier so. Irgendwie mal gut Speed drauf. Zu schnell waren wir, glaube ich, eben auf der Straße nicht mehr. Oh, in dem Tempo kann das weitergehen. Aber wir müssen jetzt auf der Straße auch nicht schlecht eigentlich Geschwindigkeit drauf kriegen. Wir sind jetzt ja nicht beladen. Ja, und das sieht auch so aus. Im vierten Gang sind wir, glaube ich, eben nicht mal gefahren. Da wäre die andere Abfahrt. Die wir aber nicht nehmen, denn die ist bescheuert ewig lang. Und wäre ja dämlich, da lang zu fahren. Jetzt, das ist das Richtige hier für mich. Mit geiler Federung heizen. Oh ja. Wahrscheinlich schon vorbeigefahren, was? Nee. In der Kurve. Das ist mega nice. Das könnten wir, müssen Chris und ich unbedingt machen, wenn es auf der nächsten Map auch eine Straße gibt, da machen wir da erstmal ein Rennen. oh ja. Leute, können uns ja auch gerne schon mal Challenges schreiben, was wir vielleicht in Spinter so machen könnten. So, ich sag mal so ein Rennen oder vielleicht so ein Battle mit zwei Fahrzeugen gegenseitig rammen. Oder wie auch immer. Ja, da könnt ihr mal kreativ in den Kommentaren sein. Ja, ich glaube, das wäre mal eine geile Idee noch. So ein paar Battles. Das wollten wir für LS auch noch machen, aber dann machen wir da doch in Spintires auch einfach mal. Habe ich jetzt so beschlossen. Ne, Chris, falls du dieses Video schaust, was ich nicht glaube, wir machen Battles in Spintires. So. Mittlerweile kenne ich mich hier sogar recht gut. Entschuldigung, aus. Wir haben es echt in unglaublicher Geschwindigkeit geschafft, hier rüber zu kommen. Wir haben gerade 4 Minuten. Also wir sind echt gerade schnell unterwegs. Mit den Reifen bin ich doch jetzt ganz überzeugt. Die laufen, glaube ich, doch schnell auf der Straße. Zumindest wenn wir unbeladen sind. Nur für sowas sind die echt ein bisschen ungeeignet. So. Wasser kriegen wir, können wir jetzt auch mal ordentliche Speed drauf kriegen.
Ah, da ist ein bisschen zu viel Widerstand einfach. Oh, und ich sehe gerade, wir kommen mega von der Fahrspur ab. Da sind wir letztes Mal lang gefahren, dann machen wir das doch auch wieder. Ich glaube, das Wasser ist hier überall relativ flach. Das ist überall nicht ganz so gefährlich. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wieder ein stilles Let's Play. Oh. Es ist einfach, es ist gar nicht so einfach, wenn man anfängt als Let's Player, weil ich mache ja auch, sage ich mal, jetzt sozusagen das erste Let's Play, was ich eigentlich alleine mache. Wirklich alleine. Ja doch, das ist wirklich, glaube ich, das erste Let's Play, was ich komplett alleine überhaupt mal gemacht habe. Es ist gar nicht so einfach, so die ganze Zeit einfach nur eigentlich mit sich selber zu reden. Das ist wirklich... Ich meine, viele kommen sich, glaube ich, über sowas auch bescheuert vor. Das finde ich gar nicht mal so. Vielleicht bin ich auch ein bisschen bescheuert, aber egal. Aber es ist einfach... Nach einer Zeit weiß man irgendwie nicht, was man dann sagen soll. Das wird sich wohl mit der Zeit noch ergeben, beziehungsweise einfach nehme ich immer mit Christoph dann, weil sie ihm auch was ich sagen soll. Es gibt doch im Moment echt nichts. Ah, Neues. Was man noch so ankündigen könnte oder so. Beziehungsweise die Videos sind auch einfach so unaktuell. Zur Zeit, wenn ich hier was Neues ankündigen würde, müsstet ihr schon wieder durch ein anderes Video. Demnach reden wir über das Wetter. Das geht immer. Das Wetter war heute auf jeden Fall nicht so optimal. Ich war eigentlich am Senfsäen. Leider wurde ich dann von Regen überrascht, dann war es vorbei mit Senfsäen. Das war auf einmal so matschig, dass ich nach Hause fahren konnte. Tja, mal gucken, ob es morgen wieder geht. Wäre auf jeden Fall gut. Aber heute wieder, es ist, man merkt wirklich, es wird langsam Herbst draußen. wenn wir schon nicht wissen, über was wir reden, reden wir doch einfach über das Wetter. Es wird langsam Herbst draußen. Kriegt es doch zu spät. Ach, meine Aktion hier klappt doch sowieso wieder nicht. Wir machen das wieder gleich so, wie ich das eben gemacht habe. Wie habe ich das eben nochmal gemacht? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Erstmal laden wir jetzt gerade. Ach, jetzt geht das wieder los. Was wollte ich sagen? Man merkt doch, es wird langsam Herbst. Also zumindest bei uns hier. Es gibt echt schon mal ziemlich viele Regenschauer. Was auf jeden Fall nicht so unbedingt so toll ist. Jo, genau. Das ist nicht so gut jetzt. Mein Spinter ist mal kurz beendet, aber die Aufnahme läuft weiter. Die Aufnahme läuft weiter. Feiner Recorder. So. So Leute, jetzt versuchen wir hier mal zu drehen. Ich schalte aber mal gleich die Differentialsperre aus, um ein bisschen besseren Wendekreis zu kriegen. Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Aber ich meine ja, es sollte was bringen. So, jetzt mal voll einschlagen. Machen wir die Differenzialsperre mal wieder an. Jetzt kommen wir nicht mehr vorwärts. Wieder aus. Wieder an. Mir war scheißegal, ob ich umkippe oder nicht. Zum Glück rette ich mein Fahrzeug dann einfach gerade. Hier ist es noch nicht so dramatisch, wenn ich umkippe. Ich weiß zwar nicht, wie ich den dann genau hier retten soll.
Vor allem mit dem blauen, der da steht, gerade in der Nähe, könnte das ein bisschen problematisch werden. Ob der so die Leistung dafür hat, ist fragsam. Ich gehe einfach mal davon aus, er hat das. Beziehungsweise gehe ich einfach mal davon aus, dass wir uns gar nicht erst hier umkippen lassen. Ja, doch, ich finde schon, der lenkt ohne Differentialsperre wesentlich besser. Ist ja auch irgendwo logisch. Normalerweise dürfte der, normalerweise ist doch auch, wenn man Differentialsperre drin hat, zumindest ist beim Trecker so, ich weiß nicht, wie das beim LKW ist, dass du den gar nicht mehr wirklich gelenkt kriegst. Der zieht doch eigentlich dann voll geradeaus durch. Weil wenn die Hinterräder alle drehen, oder ist das nie, das ist doch eigentlich auch so, oder? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich meine, dann fährt man nur noch geradeaus eigentlich. Hier lässt es sich auf jeden Fall auch ganz angenehm mit Differentialsperre auf der Straße umzufahren. Das ist kein Problem. Na, wo hängen wir denn jetzt? Und soll ich jetzt wohl nicht... Ja, das ist ein Stein. Das ist nicht so gut. Ach, damit das blöde blaue Fahrzeug da hinten auch noch in Einsatz kommt. Fahrzeug wechseln. Jetzt kriege ich den nicht mal. Na, meine. Wie heißt der? B, ne? Jo. Also, wenn er das jetzt schafft, dann ist er gut. So. Und mal fest hier und geben Gas. Automatik. Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ziehen bringt nicht ganz viel. Ich würde mal sagen, das bringt hier 0%. Ob wir mit dem Teil ziehen oder nicht. War ja ein Versuch wert. Mit dem Teil kann man doch auch nicht wirklich großartig was machen eigentlich, weil du hast hier nicht mal, dass du vorne, also dass du Allrad hast. Das ist halt nicht so. Gut, ein bisschen zurück. Und jetzt wollte ich den so fein mal mit dem blauen Fahrzeug das auch noch mal ein bisschen in Aktion zeigen. Nee, geht nicht. Schade. Aber gut. So, Leute. Und wir nähern uns auf dem Ende dieser Folge wieder. Die nächste Folge wird die letzte Folge sein. Obwohl oder übel, egal was passiert, ich sag das jetzt einfach, und wenn die Folge mega lang wird, das wird die letzte Folge sein. In dieser Folge haben wir wirklich richtig gut was geschafft. Richtig schnell vorwärts gekommen und... Die eben gerade gesagt haben, das wird die letzte Folge sein, war vielleicht nicht so eine gute Idee. Sonst packe ich euch dann Zeitraffer rein. So, und ich verabschiede mich dann auch mal von euch.
Das war's für diesen Teil. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.